Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy X in HD und ja, ich denke mal, jetzt kommt's zum finalen Showdown gegen Sin. Ich frage mich, was? All those teachings. What were they for? Ja. There's something I want to say before the fight. I guess I didn't know anything about the Albed. Didn't know anything. Didn't want to listen to anything. I was a big jerk. So, I... Well, I'm sorry, huh? Please forgive me. Don't let it bother you. Hey, I'm guilty of hating those darn Yevanites myself. Well, there's a lot of folk in this world. Some of them good, some of them bad. That's all there is to it. Okay, können wir dann? The final showdown with Sheen. I say let's get this show on the road! Oh yeah! Let's do this shit. Naja, da steht's doch. Sin. Unsere Sünde. Sin heißt, glaube ich, übersetzt Sünde. Yeah, here we go. Well, this is it, huh? Yu Yevon's hiding somewhere inside Sin. And we're gonna find him. Well, that sounds pretty simple. Hey, simple is the way you like it, right? You got that right. Pops, I'm counting on ya. Right, got you covered. Yeah. How's that? Right on. A singing ship in the sky. I hope everyone got the message. Sheen! All right, we're going in. How are we gonna get inside? The easy way. How else? Figures. Well, let's go. Okay. Hey, how you plan on getting inside? If we can't get through the mouth, we'll rip open a new one. You with me? What I call a plan. Petra, e go free to a car. Of course. Of course. All right. Look at that thing, a new blowhole. All you gotta do is jump. Roger. I won't tell you to be careful. Do your worst, kiddo. Roger. Vet. Riku, you... guard! Will do! Er wird im zweiten Teil auf jeden Fall, gut Englisch, sprechen können. Ah, nein, nicht zurück! Aber bevor wir es den Herausforderern sprechen, wir auf jeden Fall nochmal. Obwohl... Ich denke nicht, dass ich gegen Sin sterben werde, weil, overpowered und so. Obwohl mir doch so ein bisschen die Level 3-Sphäre
Pässe fehlen. Das Spiel ist sparsam in allen Dingen. Besonders in Level 3 Sphäropässen habe ich das Gefühl. Weil Level 4 Sphäropässe werden am Ende wirklich, kriegt man hinterhergeschmissen und so viele braucht man da gar nicht. Sonst hätte ich Ultima nicht. Weil Ultima kriegt man ja nur mit Level 4 Sphäropässen und zwar 3-4 Stück. Und dann hänge ich da mit an Mauern, wo Level 3 draufsteht und kann ich euch gerne nochmal zeigen. Hier, guckt euch das mal an. Ja, apropos, ich werde uns jetzt nochmal einen Boost geben. Hier fängst du doch schon an. Haben wir Level 3 Sphäropässe? Nein, wir haben nur Level 2, Level 1 und wir haben einen Level 4 Sphäropass. Ich hoffe, wir kommen in den Kämpfen noch Level 3 Dinger. Nein. So, Kimari hängt aber nirgendwo. Der kann eigentlich ruhig weiterziehen. Man könnte sogar noch ein bisschen weiß machen hier. Ah, wir haben schon wieder Zeit und Kraft und so haben wir schon wieder fast voll. Also, die Dinger kann man ruhig mal woanders für opfern. Und guckt euch das mal an. Bam, bam. Level 3. Wir stoppen und stoppen und stoppen. Und ich werde auf jeden Fall Level 3 Sphero-Dinger suchen. Und ich muss mal im Internet gucken, wie wir am schnellsten an Geld rankommen. Denn mit Geld kann man Typis bestechen und dann kriegt man ordentlich viel. Aber dafür müssen wir in die Omega-Grotte. Ich werde auch, bevor ich Level gehe, werde ich auch die Omega-Grotte betreten, damit ich schon mal drin bin, um dort zu leveln. Und da gibt es eine Stelle, da hilft ein Null-Monster-Ding nicht. Ich glaube, da hilft generell kein Null-Monster. Apropos, Ausrüstung an alle. Na, egal. So, der hat Käfig, das ändern wir jetzt mal. Du bleibst dabei, du bleibst dabei, du bleibst dabei. Und du kriegst dein Dingen. Ja, die hat ja auch nichts Besseres, der hat nichts Besseres. Okay. Wir haben schon die beste Ausrüstung jedem gegeben und ist ja egal, ob die Waffe, die wir ausgerüstet haben, Käfig besitzt, weil was soll sie sonst machen können? Oh, der Kampf geht los. I can hear the song. Yes, I can hear the hymn too. They listen to us. We won't let them down. Yuna. You don't need this anymore, right? Oh. Right? Guys, that's not good, yeah?
Huh? Hmm? Oh. Oh. Shine at the base of Shane's arm. I reckon it's a weak spot. Cold! Red, red! Vena, Mimat, Oshi! Sin's pulling us in! Everyone, back inside! Dominica, and Luther! Der Schwachpunkt ist auf jeden Fall gut zu sehen. Und wir werden auf jeden Fall Transition Suppression. Die Entfernung ist so groß, okay. Dann machen wir das auch nicht. Können wir Seismo machen? Auch nicht. Dann mach ich mal Hast. Ah, wir können uns nähern. Wir können aber auch eine Schwertecht versuchen. Blitz. Warum vibriert jetzt mein Handy? Blitz bei Gott. Die Entfernung ist zu groß. Okay, dann. Sich nähern. Just a minute. Okay. Das dauert jetzt ein bisschen. Nicht jetzt. Okay, dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, und wieder zurück. Ja, mit Auron können wir jetzt noch nichts anfangen. Leider. Oh, die anderen sind natürlich noch nicht in Ekstase. Das liegt daran. Ja. Ich habe ja nur mit den dreien hier rumexperimentiert. Warte mal, hat Kimari Haska? Wenn nicht, dann müssen wir, dann hätten wir mit dem Weißferoiden, hätten wir dem Haska beibringen können. Generell könnten wir eigentlich mal jemanden Haska beibringen, also. Ich glaube, es würde uns einiges vereinfachen. Warte mal, haben wir? Ja, wir haben schon Haska mit ihm. Das macht das Ganze ein wenig einfacher. Wacker ist jetzt dran, der macht erstmal noch macht der Angriffstee. Ja, er trinkt gerne mal einen Tee. Oder hat gerne mal einen im Tee. Was? Seht ihr, also man kann eigentlich theoretisch nichts machen. Aber wir können Ultima machen. Ja, es ist wirklich sehr gut, Riku und Waka Ultima beizubringen, weil die machen da wesentlich mehr Schaden mit. Sind keine Regeln. Okay, wenn wir näher dran sind an Sin, dann macht er auch Angriffe. Noch können wir nichts machen. Deswegen wechsle ich zur Mitte erstmal aus. Und setze Lulu rein. Und die macht jetzt auch mal ein bisschen Ultima. Ist klar. Und ich werde das jetzt komplett durchziehen, diesen Kampf.
Er hat mehrere Phasen und ich werde ihn komplett durchziehen und ich hoffe, dass er nicht über... Oh, what the fuck, war das heftig. Yeah! We're going in! Und warte mal, haben wir eigentlich Hades-Magie? Denn wir beide, also Lulu und Yuna haben ja dann nur MP1. Das ist die beste, geilste Ability, die es gibt. Jetzt könnte Orion das machen. Also wir haben so viel HP, also was will der uns schon machen? Oh, wir können uns entfernen, der Kuku. Aber wir benutzen was. Und zwar... Schuttego Daune. Wir haben zwar schon einen Hass, aber... Jetzt sind noch zwei andere im Hass. Und... ja, wir haben mit Wacker schon angegriffen. Deswegen will ich nur mal Yuna reinkommen lassen. Und... guckt euch das mal an hier. MP1. Geil. Ja, ich werde ihr noch Hades Magie geben. Also, dafür brauchen wir nur, glaube ich, ein Special Sphere. Das hätte ich eigentlich vorhin Kampf noch machen sollen, aber es ist wirklich sehr wirksam. Können wir. Oh ja. Dieses Trio werde ich benutzen nachher. Boah, guckt euch mal diesen Unterschied an. Und wir hätten eigentlich Vegeta noch ein bisschen stärken können. Also ich werde auf jeden Fall ihn mal so trainieren, dass der unglaublich viele HP hat. Und dann heißt es Bestia versus Bestia. Also gegen die schwarzen Bestia und so. Aber... steht doch in weiter Ferne und ich habe eine Idee, wie man am meisten AP bekommt und ich werde das euch noch zeigen, wie man am besten AP bekommt. Und es lohnt sich auf jeden Fall Bahamut. Ich sag jetzt einfach mal Bahamut, weil mit Vegeta könnt ihr ja nicht anfangen, das ist ja Bahamut. Mit Bahamut könnt ihr auf jeden Fall ordentlich schaden. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht. What the fuck? Guckt euch mal die HP von Relaxor an. Also von Muckduck und Ruck. Ich weiß nicht, welchen von der drei das jetzt ist. Alter. Da taut sich ja rein. Und die gab's auch schon im vierten Teil oder so. Oder fünften oder sechsten. Einen der drei Teile gab's die schon mal. Als Gegner. Ich glaube auch die Göttin oder so war das, oder? Irgendwelche Bestias. Deswegen denke ich mal, was sogar der dritte, der sechste Teil. Den will ich auch noch nutzen. Ich weiß gar nicht, was ich mit da machen soll. Gut. Weil ich will die Bestias mal sparen. Komm, Waka, mach jetzt hier deinen Angriffstee. Alter, geil. Romatico, und jetzt geht's los. Eieieiei, und 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und so weiter. Oh, sind seit keine Regeln. Moment mal, war das ein Konter? Ich hoffe doch nicht. Okay, dann machen wir mal Suppression. Bringt
einen Schluck. So, geschafft. Und ich hoffe, dass da so wirklich kein Konter, sonst haben wir jetzt Yuna nicht mehr. Und Yuna ist dann auch tot. Das war kein Konter, okay. Wir brauchen Heilung. Obwohl, Yuna tauschen wir eh aus, so wie Yuna. Und zwar gegen irgendein Monster, komm. Alex, das ist jetzt mehr so ein Opfer. Also ein paar werden wir auf jeden Fall benutzen. So, Schwarzmagie. Hauen wir mal Feuer rauf und... Na, viel hat er nicht mehr. Wow. Das hat gebrettert. Viel Schaden hat er uns nicht gemacht. Oh, sammelt Energie im Kern. Das ist nicht gut. Wir haben noch zwei Angriffe. Dann ist er weg. Naja, vielleicht auch nicht. Hoffen wir es mal. Haben wir nicht... Ah, scheiße, ich hätte nach Hades mal gucken sollen. Gravia. Das zieht ordentlich viel weg, aber er ist down. Wir sind nämlich zweimal dran. Komm, mach ihn weg. Und er ist weg. Der erste Arm ist down. Wunderbar.